Wenn es ein Lebewesen gibt, das keine Angst vor Raubtieren hat, dann ist es das Krokodil. Einfach, weil es an der Spitze der Nahrungskette steht. Natürlich gibt es einige Tiere, die ihnen einen harten Kampf liefern können. Aber kein Tier wird auf die Suche nach einem Krokodil gehen, um es zu töten. Es ist nicht gerade die bevorzugte Mahlzeit auf der Speisekarte für irgendein Tier, obwohl diese großen Reptilien ihre Kämpfe nicht immer gewinnen. Wenn Sie sehen möchten, wie Krokodile und Alligatoren aufgeben, bleiben Sie dran, denn wir fangen gerade erst an. Jaguar greift Krokodil an. Wenn Jaguare und Kaimane aufeinandertreffen, gibt es normalerweise nur einen Gewinner. Aber das bedeutet nicht, dass der Kaiman leicht aufgibt. Dieser Kampf fand im Pantanal in Brasilien statt. Und dieser Kaiman war ein Kämpfer. Der Jaguar, erschöpft nach dem Unterwasserkampf, entwickelte einen besseren Plan. Den Kaiman einfach unter Wasser zu fixieren, bis er ertrinkt, was er auch tat. Dieser Jaguar scheint voll ausgewachsen zu sein und trägt dieses Krokodil aus dem Wasser, als ob es eine aufblasbare Puppe wäre. Dieser Jaguar ist so mächtig und massiv. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er das Krokodil in seinem Territorium im Wasser angegriffen hat, was ein großer Nachteil für den Jaguar war. Natürlich handelte es sich um einen Hinterhalt. Und das Krokodil hatte es nicht erwartet. Aber die Chancen standen immer noch hoch, dass der Jaguar nicht erfolgreich sein würde, weil alles im Wasser stattfand. In diesem Video kann man sehen, wie ein Jaguar auf den Rücken eines Kaimans springt, in den Hals des Krokodils beißt, bis er es umdrehen und töten kann. Anaconda gegen Krokodil. In diesem Video versuchen zwei Amazonas-Reptilien, sich gegenseitig zu verschlingen, da sie in einem Patsch stecken und ums Überleben kämpfen. Welche dieser beiden Kraftpakete wird gewinnen? Viele Einheimische konnten aus der Nähe zuschauen. Glücklicherweise hatte einer von ihnen eine alte Digitalkamera dabei und konnte dieses einzigartige Ereignis für ihr Vergnügen aufnehmen. Diese Anaconda erdrückt ein Krokodil und es gibt keine Möglichkeit für das Krokodil zu entkommen. Die Schlange ist riesig und hat sich vollständig um das Krokodil gewickelt. Das Krokodil ist auch nicht klein. Diese Anaconda hat ordentlich zugeschlagen. Wow! Eine Anaconda auf der Jagd sucht nach Nahrung, bereit auf alles Essbare zu springen. Ein paar Vögel flattern herum, aber ist das es, wonach die Anaconda verlangt? Ein Kaiman wäre befriedigender, aber ein größeres Risiko für die Schlange. Die Schlange hat jedoch die Kraft, den Kaiman zu töten, und anscheinend tut sie genau das. Nilpferd gegen Krokodil. Ein neugieriges Flusspferd hat keine Sorge, als es sich einigen ausgehungerten Krokodilen nähert, die gerade ihr Abendessen beenden. Das Tier schnüffelt herum, gähnt und sucht nach etwas zu tun, aber es sorgt sich keine Sekunde um die unheimlichen Reptilien neben ihm. Selbst als das Krokodil das Flusspferd bedroht, indem es ihm seine Zähne zeigt, macht das Flusspferd einen Sprung und knurrt, als würde es nach mehr verlangen. Diese Krokodile drehen in einem Fressrausch durch und zerreißen eine Antilope, als ein Flusspferd näher kommt und anfängt, die Körper der fressenden Krokodile abzulecken. Wissenschaftler haben das noch nicht herausgefunden, aber Flusspferde scheinen es zu genießen, Zeit mit diesen blutrünstigen Killern zu verbringen, während sie ihr Opfer zerfetzen und sich an seinem Fleisch gütlich tun. Sogar ein junges Flusspferd provoziert dieses Krokodil. Und das Reptil wird gereizt, greift das Flusspferd jedoch nicht an, obwohl es noch nicht einmal erwachsen ist. Das beweist, dass Flusspferde nicht die bevorzugte Beute der Krokodile sind, um es gelinde auszudrücken. In diesem Video hat ein junges Flusspferd namens George viel Spaß beim Spielen mit einem Krokodil. Das Krokodil scheint die Erfahrung nicht besonders zu genießen. George zeigt auch stolz seine kleinen weißen Zehen, als er merkt, dass er gefilmt wird. Reiher frisst junges Krokodil. Gerade als man dachte, man hätte alles gesehen, schaut euch diesen blauen Reiher an, der ein junges Alligatorbaby schnappt und verschlingt. Da habt ihr es, wieder eine köstliche Mahlzeit. Offenbar hat die Mutter dieses kleinen Alligators versucht, ihr Nachkommen zweimal zu retten.
Aber leider hatte dieser große blaue Reiher das Baby-Alligator bereits halb verschluckt, bevor er davonflog. Ein junges Alligator-Baby bezahlt mit seinem Leben, als ein blauer Reiher es in einem Nachbarschaftsteich erfasst und verschlingt. Ich vermute, Alligator ist in dieser Region der Welt eine Delikatesse für Reiher. Ein kleiner Alligator aus Florida wird von einem blauen Reiher geschnappt. Die Natur kann manchmal grausam sein und es bricht mir das Herz. Aber jedes lebende Wesen muss essen, um zu überleben. Dieses Baby-Alligator war wohl zu weit von seiner Mutter entfernt und so konnte der blaue Reiher den Kleinen schnappen. Büffel gegen Krokodil. In diesem Video klammert sich das ansässige Krokodil am Unterschenkel eines Büffelbullen fest. Und ein zweiter Bulle eilt herbei, um seinen Kameraden zu retten, indem er das Krokodil zweimal in die Luft wirft. Das Krokodil scheint ziemlich tief verletzt zu sein, während der Büffel mit scheinbar leichten Verletzungen davonkommt. Schaut euch an, wie dieses Krokodil eine Herde Büffel angreift. Die Büffel trinken, während das Krokodil sich darauf vorbereitet, zuzuschlagen. Es klammert sich am Schnauz eines Büffels fest, aber der Büffel ist so mächtig, dass er das Krokodil aus dem Wasser zieht. Wenn das Krokodil Gefahr wittert, lässt es los und kehrt ins Wasser zurück und vergisst plötzlich, dass es Essenszeit ist. Habt ihr je so starke Nasenlöcher gesehen? Ich weiß es nicht. Wenn diese Büffel ans Flussufer kommen, um Wasser zu trinken, taucht ein Krokodil aus dem Wasser auf, um Hallo zu sagen. Die Büffel schaffen es, das Schlimmste zu vermeiden. Und als sie sich vom Wasserloch entfernen, sagen sie dem Krokodil, beim nächsten Mal mehr Glück. Aber das Krokodil entscheidet tatsächlich, den Büffeln auf dem Land zu folgen. Und das ist ein großer Fehler, denn die Tiere umringen das kleine Reptil und erteilen ihm eine Lektion. Löwe gegen Krokodil. Löwen und Krokodile sind nicht die besten Freunde. Und wenn sie aufeinandertreffen, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es heiß genug wird, um Feuerwerke auszulösen. In unserer Miniaturansicht scheint es so, als ob diese Löwin und das Krokodil das Kriegsbeil begraben haben, als sie beschließen, gemeinsam eine Mahlzeit zu teilen. Als dieses kleine Krokodil aus dem Wasser stieg, hatte es wohl das Letzte erwartet, eine hungrige Löwin vorzufinden, die danach greifen würde. Ich denke nicht, dass die Großkatze erwartet hatte, dass ihr eine Mahlzeit auf dem Silbertablett serviert werden würde, aber genau das ist passiert. Und sie zögerte nicht, das kleine Reptil im Handumdrehen zu erlegen. Die meisten Kämpfe zwischen Löwen und Krokodilen entstehen aufgrund von Nahrung. Es ist nicht so, als ob einer dieser großen Raubtiere vorhat, das andere zu fressen. Also wenn sie sich kreuzen, geht es normalerweise um Nahrung. Und das sieht man in diesem Video, wenn ein männlicher Löwe an einem Kadaver zieht und versucht, alles für sich zu beanspruchen. Von einem hungrigen Krokodil, das alles für sich haben will. Krokodile sind nachtaktive Jäger, die in ganz Afrika verbreitet sind. Diese scharfsichtigen Nachkommen der Dinosaurier können nicht nur Wasserdruck, sondern auch Bewegungen spüren. Das ist ein großer Vorteil für einen nächtlichen Jäger. Fische und andere Beute im Wasser sind ihre Hauptnahrung, aber sie werden alles angreifen, was unglücklich genug ist, ihren Weg zu kreuzen. Ihre äußerst empfindliche Nase und die Schnauze helfen ihnen auch dabei, Aas wie das tote Flusspferd in diesem Video zu erbeuten. Aber selbst das größte Krokodil kann kein ganzes Flusspferd alleine verschlingen. Es wird Hilfe brauchen und zum Glück sind seine Freunde zur Stelle. Im Wasser steht das Krokodil an der Spitze der Nahrungskette und ist der unangefochtene König. Aber das erzählen Sie mal nicht den Löwen. Diese beiden Dschungelkönige kommen selten von Angesicht zu Angesicht. Aber wenn sie das tun, sollten sie sich auf ein episches Duell gefasst machen. Krokodile sind für das Wasser gebaut, aber sie schlagen sich auch auf trockenem Land gut, indem sie ihre schuppigen Panzer als Rüstung verwenden. Sie drängen in eine Gruppe hungriger Löwen mit einer frischen Beute und stehlen sich selbst einige Snacks. Elefant greift Krokodil an. Wenn eine Elefantenmutter beschließt, einen Schluck aus einem Fluss zu nehmen, ist sie sich nicht bewusst, dass unter der Oberfläche Gefahr lauert. Ein riesiges Krokodil von etwa 3 Metern Länge beschließt,
seine Kiefer am ahnungslosen Elefantentrompete festzusetzen. Die jungen Elefanten sehen hilflos zu, wie das Krokodil angreift und die Mutter sich zur Wehr setzt. Dieses Ereignis erinnert an eine Kurzgeschichte des Autors von Das Dschungelbuch, Rudyard Kipling, mit dem Titel Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam. In dieser Geschichte wird ein junger Elefant von einem Krokodil dazu getäuscht, zu nahe ans Wasser zu gehen. Das Krokodil beißt den Elefantenrüssel, der sich von einem kleinen Rüssel zu seiner heutigen Länge erstreckt. Erwachsene Elefanten unternehmen nichts, wenn ein Krokodil ein junges Elefantenkalb innerhalb einer Elefantenfamilie angreift. Das Krokodil hatte keine andere Wahl, als diese Freudenfeier des Kalbs zu zerstören. Meine einzige Frage ist, ob das Krokodil sich der Größe der riesigen Elefanten bewusst ist, die es angreifen will, und welchen Schaden sie anrichten können, wenn sie darauf treten. Wenn sich ein Krokodil am Rüssel eines jungen Elefantenkalbs festklammert, fällt mir als erstes die Feigheit des anderen, größeren Elefanten auf, der aus dem Wasser flieht und seinen Freund alleine kämpfen lässt. Glücklicherweise schreit der kleine Elefant und kämpft hart, um sich aus dem Griff des fiesen Krokodils zu befreien. Krokodil gegen Alligator. Diese beiden Krokodile sind in einen Kampf verwickelt, als sie plötzlich auseinandergehen und einfach in tiefere Gewässer schwimmen. Es sieht fast so aus, als ob sie ein Fangspiel spielen und der Gewinner bekommt den anderen zu fressen. Als nächstes, auf einer Alligatorfarm, scheint es, dass sich nicht alle Reptilien verstehen und dieses größere Exemplar ist dabei zu sehen, wie es einen viel kleineren Alligator schikaniert und das Tier beißt. Auf einer Alligatorfarm in Florida drängen sich Krokodile und Alligatoren um Nahrung und Platz. Obwohl die Reptilien miteinander auskommen, versuchen viele, die anderen einzuschüchtern, wenn es ums Essen geht. Hier sind ein paar freundliche Krokodile, die versuchen, sich kennenzulernen, während sie sich heftig beißen und im Kreis gehen, um die Oberhand zu gewinnen. Fischotter greift Krokodil an. Otter können einige der übelsten Kreaturen auf dem Planeten sein. Sie mögen süß erscheinen, aber sie sind keine Unbekannten für schändliche Taten wie das Fangen von neugeborenen Ottern und deren Freilassung gegen Lösegeld in Form von Nahrung. Aber hey, sie müssen ja essen, oder? Otter sind Fleischfresser, die täglich etwa ein Viertel ihres Körpergewichts an Nahrung benötigen. Seltsamerweise sind Otter oft die Spitzenprädatoren oder stehen zumindest nahe an der Spitze. Diese Otter suchen nach einem Kaiman und tauchen unter Wasser, um einen besseren Blick zu bekommen, bevor sie im Dickicht verschwinden. Es scheint, als hätten sie einen Fang gemacht, aber es ist unmöglich zu sehen, was genau passiert ist. Alle sechs Otter haben den Kampf überlebt. Die massiven Krokodile in diesem Filmmaterial scheinen diese Otter überhaupt nicht zu stören. Egal wie groß ihr Gegner ist, sie stürzen sich auf ihn und greifen an. Wenn sie von größeren Raubtieren wie Krokodilen angegriffen werden, sind Otter bekannt dafür, sich zusammenzutun und zusammenzuarbeiten, wie sie in den folgenden Clips sehen können. Der Kaiman dreht sich schnell um und stellt sich auf die Hut, als der Otter aus dem Wasser kommt, aber der niedliche Otter ist noch nicht fertig. Er geht wieder ins Wasser und beißt den Kaiman ein zweites Mal und warnt ihn zu gehen, oder es wird Ärger geben. Katze gegen Krokodil, Alligator. Diese Stubentiger stehen standhaft gegen einige hungrige Alligatoren, die aus dem Wasser kommen. Einer der Katzen kann sogar direkt neben einem der Reptilien gesehen werden, ohne sich Sorgen zu machen. Sind diese Jungs etwa Freunde oder was? In einigen Sequenzen schlägt er die Alligatoren wie Ratten weg. Wenn ein Alligator aus dem Wasser kommt, wird er von einer aggressiven Katze begrüßt, nicht von einem Löwen. Aber es scheint, als würde die Katze dem Alligator eine gruselige Geschichte erzählen, die er nicht hören möchte. Also rennt er zurück ins Wasser, traumatisiert. Diese Hauskatze findet ein Krokodil in dem, was wie ein Abwasserkanal aussieht. Und die Katze weicht nicht zurück. Sie starrt das Reptil einige Sekunden lang an, bevor sie davongeht. Das Krokodil hat nie versucht, aus dem Wasser zu springen, um die Katze zu schnappen. Wilde Hunde gegen Krokodil.
Als diese Wildhunde beschlossen, ihr jährliches Picknick am Strand abzuhalten, dachten sie, sie hätten an alles gedacht, aber sie vergaßen eines der wichtigsten Dinge, um eine Party im Busch zu veranstalten. Sie vergaßen die Sicherheit, also als ein monströses Krokodil aus dem Wasser stieg und ihren Grill direkt vor ihren Augen schnappte, waren die Hunde schockiert und hilflos. Ich vermute, sie haben nie erwartet, dass selbst ein gemeines und egoistisches Krokodil sie während ihres jährlichen Strandparty-Extravaganz stören würde. Während einige Tierliebhaber ein entspanntes Wochenende in einer Lodge in Namibia genossen, tauchte plötzlich eine Gruppe Wildhunde aus dem Nichts auf und starrte ein kleines Mädchen an, das glücklicherweise auf der sicheren Seite des Elektrozauns blieb, aber es war immer noch extrem gruselig und beängstigend für sie. Nachdem sie das gesamte Wasserloch auf Anzeichen von Nahrung durchsucht hatten, richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf diese beiden Krokodile. Natürlich machten sich die Krokodile keine Sorgen um die Anwesenheit der Wildhunde, obwohl ein paar von ihnen die Reptilien belästigten. Aber nach ein paar Minuten, als die Hunde merkten, dass sie ihre Zeit mit den massiven Krokodilen verschwendeten, beschlossen sie zu gehen. Pavian gegen Krokodil. Eine Gruppe von Pavianen kann sich gegen eine riesige Katze durchsetzen, wenn sie sich organisieren. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gut sie gegen ein Krokodil im Wasser abschneiden würden. Dieses Video zeigt, wie eine Gruppe von Pavianen ein kleineres Krokodil zerstören kann. Nicht alle Paviane sind mutig genug, um gleichzeitig über das Krokodil zu springen, aber einige sind mutiger als andere. Und sobald sie es tun, schließen sich die anderen dem Fressrausch an. Es gibt mehrere Beispiele in diesem Video, die zeigen, wie Paviane sogar die größten Krokodile besiegen können. Einige der Paviane sind mutiger als andere. Und sobald sie über das Krokodil springen, folgt der Rest der Truppe dem Beispiel. Sobald das Baby geschnappt ist, kommt die Mutter zur Rettung und entreißt es dem Krokodil selbst. Der Schaden ist bereits angerichtet und das Baby Pavian ist tot. Das Video unten zeigt einen Pavian, der in den Kiefern eines Krokodils um sein Leben kämpft. Ich muss sagen, die Stärke des Pavians ist beeindruckend, besonders angesichts des enormen Kiefersrucks des Krokodils. Der arme Pavian schafft es zu entkommen, aber es scheint in schrecklichen Schmerzen zu sein und einer seiner Arme ist ziemlich übel zugerichtet. Das Problem jetzt ist, dass der Pavian keine medizinische Hilfe erhalten wird und das könnte einen langsamen und schmerzhaften Tod für das Primaten bedeuten. Alligator gegen Alligator. Zwei Alligatoren werden in Clearwater, Florida, beim Kampf gezeigt. Dieser intensive Kampf wurde während der Mittagspause eines Mannes vor seinem Büro aufgenommen, also beschloss er, sein Handy herauszuholen und den Vorfall aufzuzeichnen. In einem riesigen Gehege voller Alligatoren versucht ein böser Alligator, einen kleineren zu beißen. Er hält sein Opfer fest, aber es passiert nichts weiter. Als der Mann, der filmte, aufwachte und aus dem Fenster schaute, sah er diesen großen Alligator, der einen viel kleineren und jüngeren Alligator in seinem Garten in Florida belauerte und angriff. Schlange gegen Alligator. Ein Mann stieß bei der Suche nach Wassermokassins in der Nähe der Everglades auf diese große Ostdiamantklapperschlange. Die Klapperschlange schien im Fressmodus zu sein, da sie auf Beute lauerte. Klapperschlangen sind dafür bekannt, kleine Säugetiere wie Ratten und Mäuse sowie kleine Vögel zu jagen. Aber es überraschte den Mann, als er sah, dass die Klapperschlange tatsächlich ein Alligatorküken belauerte und anschließend das winzige Alligatorküken fraß. Es ist gut dokumentiert, dass Wassermokassins, auch als Baumviper bekannt, häufig Reptilien wie Schlangen und Alligatorküken jagen, aber es war für ihn sicherlich überraschend, dies zum ersten Mal zu beobachten. Klapperschlangen sind Raubtiere, die ihre Beute durch einen giftigen Biss töten, anstatt sie zu erdrosseln. Alle Klapperschlangen besitzen Reißzähne, mit denen sie große Mengen an hämotoxischem Gift injizieren. Das Gift wandert durch den Blutkreislauf und zerstört Gewebe, verursacht Schwellungen, innere Blutungen und starke Schmerzen. Wenn eine hungrige Klapperschlange auf Beutesuche ist und sich Alligatorküken nähert,
schaffen es die meisten kleinen Kerle, ins Wasser zu springen, um zu entkommen. Aber ein unglückliches Küken wird vom Schlangen gefangen und im Ganzen verschluckt. Es ist bedauerlich, dass die Mama nicht da war, um es zu beschützen. Aber ich nehme an, mit so vielen Küken in der Gegend würde die Schlange trotzdem einige von ihnen töten. Selbst wenn die Mutter da wäre. Pythons können riesige Beute bändigen, indem sie sich mit ihren muskulösen Körpern darum wickeln und sie erstickt wird. Die Aufgabe, einen großen, aggressiven Räuber wie einen Süßwasseralligator zu eliminieren, ist nur zur Hälfte abgeschlossen. Die andere Hälfte ist das Essen und Verdauen. Und genau das tut die Python in diesem Video. Es ist jedes Mal ein unglaublicher Prozess, ihn zu beobachten. Krokodil gegen andere Tiere. Nashörner sind massive Tiere. Daher glaube ich nicht, dass dieses kleine Krokodil daran interessiert ist, das große Nashorn in diesem Video zu jagen, als sie sich treffen. Das Krokodil springt tatsächlich zurück ins Wasser, sobald es das Nashorn näher kommen sieht. Das Nashorn hingegen möchte nur, dass das Reptil aus seinem Weg geht. Wenn ein kleines Krokodil auf das zugeht, was wie ein Komodo-Varan aussieht, verschwendet es keine Zeit damit, den Varan zu töten, sondern nach einem Dreh befreit sich der Varan und der Streit endet dort. Ich habe viele Hunde von Krokodilen gefressen gesehen, viel größere als dieser kleine Kerl. Aber anscheinend hat dieser Hund die perfekte Einstellung, um diese mächtigen Reptilien abzuschrecken. Und es funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das anhalten wird. Aber eines Tages wird dieser Hund auf einen ebenbürtigen Gegner treffen. Und wenn das passiert, wird er schnell zu Krokodilfutter. Diese waren alle großartig, aber ich war schockiert, einen so kleinen Hund die Krokodile vertreiben zu sehen. Welches war dein Favorit? Warum teilst du es nicht in den Kommentaren mit? Nun, das war's vorerst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Daumen nach oben und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir unsere anderen Videos an und abonniere, um Teil des Spaßes zu sein. Klicke auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos sofort siehst, wenn sie hochgeladen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.